Morning in the Morning und Happy Thanksgiving. Heute ist Donnerstag. Wir sind 10 vor 7 in der Früh. Wir sind jetzt gerade Stunde und 40 Minuten von Clearwater Beach da hergefahren nach Crystal River. Ich habe vor ein paar Jahren mal im View Magazin einen Artikel gelesen über Manatees, Seekühe und dass man mit denen schwimmen kann. Und seitdem steht das auf meiner Bucketlist. Und nachdem wir jetzt so nah da waren, eigentlich war das geplant für meinen 50. Geburtstag, aber nachdem wir so nah da sind, machen wir das heute. Und ich freue mich, wie ein Zeisal, wenn es blitzt. Schauen wir mal. In dem Raum ist die Einweisung. Da gibt es Umkleiden. Wetsuits. Noch mehr Wetsuits. Okay, jetzt haben wir eine Einweisung gekriegt. Sind wir in total coole Wetsuits. Da ist der Rest der Familie. Die Frau hat keinen Wetsuit, die möchte auf dem Schiff bleiben. Und jetzt geht's dann gleich los. Okay? Ja, okay. Auf den Weg zum Schiff. On board. One's up in the left corner. We have two back here to operate. You just pull that ring, squeeze the trigger. The name of your boat today. Thank you.
ist aber so kristall klar. So. Wenn die Abenteuer vorbei. Es war unheimlich aufregend. Ja, es war hier so bitter. Lili und ich waren im Wasser. Die Ecke und der Luis haben vom Boot aus geguckt. Unglaublich. Unglaublich. Ich habe mit der kleinen Kamera gefilmt. Und der Wasser, glaube ich, haben wir gute Beutel gemacht. Und haben wir auch haben. Wie weit war ich? Von den Manatees, gerade noch strahlender Sonnenschein und jetzt ist rechts von uns das Meer und wir haben praktisch im Nebel des Grauens gefangen. Vor allem, ich drehe mich gleich wieder um. Komisch. Also da ist Meer, Radfahrer, auch selten.